Moin, moin, liebe Leute, zu einem neuen Vlog. Große Nacherzählungsrunde, weil ich die Aufnahme von gestern nicht mehr habe. Ja, zum einen, meine Indiana Jones Bücher sind alle gekommen. Die, die ich bestellt habe, zumindest nicht alle, die es gibt. Konnte nicht alle kaufen, die es gibt, weil, naja, ich habe das hier alles bei Rebuy gekauft, das waren die, die da waren. Die anderen sind alle bei Amazon und da müsste ich für jedes Buch einzeln Versand bezahlen. Das heißt, Warenwert von den Büchern 14 €, Versandwert dann 18 €. Hier oben haben sie nicht mehr alle. Ja, was ist dabei? Also einmal Geheimnis der Osterinseln, Schwert von Genghis Khan. Das Osterinseln-Ding werde ich jetzt übrigens gleich anfangen zu lesen. Schiff der Götter und das Erbe von Avalon. Ups. Orakel von Delphi. Gold von Eldorado. Geheimnis der Arche. Hyänen des Himmels, Tanz der Giganten, ups, die weiße Hexe und der dicke Klumpen für die drei Romane der Bücher, der Filme. Jo, schöne Sache. Wie gesagt, das Osterinsel, den Osterinsel-Roman fange ich jetzt an zu lesen. Der interessiert mich von der Prämisse her am meisten. Und dann bin ich mal gespannt, wie der ist. Erwartet nicht zu schnell ein Feedback von mir, weil ich bin ein unfassbar langsamer Leser. Ich finde einfach nie die Ruhe in meinem Kopf, um zu sagen, ich setze mich jetzt hin und lese einfach mal ein Buch. Naja. Genau. Dann haben wir die Hi-Fi-Anlage verkauft, die Louis Vater vorbeigebracht hat, weil er sie wegwerfen wollte. 150 € hat sie gebracht bei eBay. Vertickt an bis jetzt sehr freundlich anmutenden Menschen. Paket ist auch schon raus. Und ja, das war eine feine Sache. Dann war noch irgendwas? Eigentlich nicht. Eigentlich war das Wichtigste, das Gröbste. Jo, gestern kam noch ein bisschen Bullshit, von wegen, ist eine Arbeitskollegin bzw. Azubi vom Betrieb um 10 Uhr abends hier vor der Tür gestanden, weinend, weil sie der Freundin irgendwie eine Frisur machen wollte im Laden und sie hat es nicht auf die Reihe bekommen und Lou muss jetzt sofort helfen. Und Lou stand da in Schlafklamotten. Ich werde nicht lange drüber philosophieren, wie dumm diese ganze Aktion war, denn es ging wirklich nur darum, dass eine Farbe nicht halten wollte. Und da war Lou dann bis nach 12 beschäftigt, kam nach Hause, ist ins Bett, hat ihr Essen abgeräumt, das dann noch gestanden hat. Schlafklamotten hatte sie ja schon an, ist ins Bett und hat gepennt und dann am nächsten Tag, heute dann wieder um 7 Uhr raus. Ja, ich kann gar nicht sagen, was ich in dem Moment, ich war stinksauer auf diese Person. Was war das wirklich so wichtig? War das so wichtig, dass du jemand anderen in deine Scheiße da noch mit reinziehst, statt einfach zu sagen, ey, das ist schon 10 Uhr, lass uns nach Hause gehen. Leb halt mit einer Frisur, leb halt mit der Farbe für den Tag. Und dann machen wir es am nächsten Tag nachmittags. Und dann holen wir uns Gleichhilfe. Statt um 10 Uhr jemanden. Also wirklich, ey. Oh, fuck you. Und ja. Das ist passiert. Gut. Jo. Super kurz nacherzählt. Ich hoffe, das reicht. Und ach so, ja, genau. Unser Internet geht wieder. Hurra, hurra. Hab gestern bei Twitter geschrieben, dass es immer noch nicht geht. Dann hat jemand anderes von Telekom sich bei mir gemeldet, hat gesagt, ja, könnte irgendwie ein Datentabellenfehler irgendwas sein oder eventuell ist es die Leitung, ja, wir haben keine Verbindung. Okay, ich schicke das an die Technik, die hat das ja schon, aber ich sage der Technik, sie soll sich beeilen. Ich leg auf, bling, bling, DSL und Telefon geht wieder. Und seitdem ging es nicht mehr aus. Also die Technik war sehr, sehr schnell. Und ja, habe dann trotzdem noch eine SMS abends bekommen, dass das Problem nicht gelöst wurde und wird am nächsten Tag wieder weiter bearbeitet. Okay. Und Daniel hat mir dann auch nochmal geschrieben, gesagt, die Technik ist noch dran. Also scheinbar ist es immer noch nicht richtig gefixt, aber zumindest läuft es momentan noch. Das ist doch was Feines. Jo. Und ich denke, das war's. Ja, ich denke, das war's. Und ich kümmere mich jetzt ein bisschen um Haushalt, gucke noch ein Video fertig. Und dann fange ich vielleicht an zu lesen. Okay, dann bis später. Vielen Dank, Jens. Dein Päckchen kam an.
Jens hat mir neue Verdampferköpfe für meinen Apex-Tank geschickt, weil er welche hatte, die er nicht wollte. Und meine sind durch und ich müsste mir neue kaufen. Und er hat sie mir geschenkt. Vielen, vielen, vielen Dank, Jens, dafür. Echt sau cool. Danke, danke. Ich freue mich. Da kann ich jetzt endlich wieder dampfen. Ich habe mir... Ich weiß gar nicht, ob ich die alle gezeigt habe. Ich habe mir ein paar neue Tanks gekauft, aber das war jedes Mal ein totaler Fehlkauf. Und zwar habe ich mir einmal den Cubist-Tank gekauft von Joytech. Und der ist nicht so besonders toll. Also der ist auch ein Top-Filling-System, das ist ganz cool. Also füllst du von oben auf, kannst sogar, wenn du aufschraubst, diese komplette Dicke von dem Teil, also nicht von dem Rohr, sondern quasi die Dicke hier, hast du oben als Öffnung. Da steht nichts im Weg. Saugeil zum Befüllen. Das Problem ist nur, erstens, der Geschmack von dem Ding ist nicht sonderlich toll vom Verdampfer. Und zweitens, aus irgendeinem Grund, sifft der wie Sau. Also wenn du dran ziehst, hast du immer das halbe Liquid in der Fresse. Ich verstehe nicht ganz, warum. Entweder habe ich ein Montagsprodukt oder scheinbar stört das niemanden. Aber ich mag das eigentlich nicht. Und dann habe ich mir hier den Tron S gekauft. Und auch von Joytech. Und das war klarer Fehlkauf. Da habe ich zu wenig recherchiert. Der ist eigentlich gut, macht genau das, was er soll. Ist kein Top-Filling-System in dem Fall, sondern musst du von unten befüllen. Nachteil von dem, und das war meine Schuld, das ist ein Temperatur-Control, also Temperature-Control-Tank. Das heißt, du brauchst einen Verdampfer, oder einen Verdampfer, du brauchst einen Akkuträger, der Temperaturkontrolle hat. Das heißt, du gehst nicht über Watt und Voltzahl stellst du ein, sondern du stellst die Temperatur ein, auf dem das Ding laufen soll. Das hat meins nicht. Dementsprechend kann ich das nicht wirklich nutzen. Es gibt wohl Verdampferköpfe für das Ding, die auch ohne Temperaturkontrolle laufen. Vielleicht hole ich mir irgendwann eins. Einfach nur, damit ich den Tank nicht umsonst gekauft habe. Mal gucken. Und bei dem Cubist, ich weiß nicht, was ich da machen soll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich dafür andere Verdampfer holen soll, einfach nur um probieren, ob es damit nicht sifft. Das ist mir ehrlich gesagt zu doof. Weil wenn es doch sifft, toll, dann habe ich nichts davon. Weiß noch nicht so wirklich, ob ich den Tank einfach einpacken soll und bei der nächsten Gelegenheit von der Brücke stürzen oder so. Keine Ahnung. Aber jetzt erstmal wieder den hier bestücken. Dankeschön, Jens. Nochmal. Ich habe die Coils gerade probiert und ich befürchte, mein Tank ist im Eimer. Ich habe keine Ahnung, warum, weil ich habe ja nie was damit gemacht. Aber ich habe dermaßen bei jedem Zug Liquid in der Fresse. Das ist genau wie bei den anderen Coils. Ich dachte nämlich, dass die im Eimer wären, weil da mit jedem Zug Liquid mitkommt in den Mund. Ist aber nicht so. Bei denen kommt es genauso mit. Und das ist wirklich ätzend und es hört nicht auf. Fuck. Es gibt nichts wieder. Also der Geschmack von Liquid pur in der Schnauze ist so ekelhaft. Scheiße. Ich befürchte, der Tank ist hinüber. So, ich habe jetzt meine eine Dummheit ausgeglichen. Musste jetzt ein bisschen in den sauren Apfel beißen, aber es bringt alles nichts. Das Ding hier ist ein fantastischer Akkuträger. Das Coolfire 4 Plus, das muss man einfach so sagen. Ein fantastischer Akkuträger, der keine Temperaturkontrolle macht. Was ich eigentlich auch so wollte. Denn ich wollte gar keine Temperaturkontrolle. Es ist eine Einstellung mehr, die ich machen kann und nicht brauche. Das Problem ist, auf den Grund hin, weswegen ich hiermit nicht so, oder ich war eigentlich damit zufrieden, aber ich wollte halt noch mehr Tanks haben, habe ich mir zwei weitere Tanks gekauft. Und zwar einen Cubist und einen Tron S. Unwissend, weil ich ein Vollidiot bin, dass beide eigentlich hauptsächlich über Temperature Control laufen, also Temperaturkontrolle, und auf gar keinen Fall mit diesem Gerät hier benutzt werden sollten. Dass da noch nichts passiert ist, ist ein Wunder. Sollte man definitiv nicht machen, weil das Nickel-Coils sind und Nickel bei nicht temperaturkontrollierten Geräten Probleme macht. Ich war dumm. Jetzt versuche ich den einigermaßen wieder hinzubiegen, dass der wieder funktioniert. Jetzt gerade funktioniert er. Macht keinen Stress und spuckt nicht. Scheint zu laufen. Ich schalte mal noch ein bisschen hoch. Und ich habe mir jetzt einen
Okay, er funktioniert wieder und spuckt nicht mehr. Das heißt, den hier, weil Toni nämlich ja vorbeikommt, dem habe ich ja schon gesagt, ob er nicht Interesse an sowas hätte, damit er mit dem Rauchen aufhört. Vielleicht hätte er ja Interesse an dem Teil hier, weil das ist ja an sich ein tolles Gerät und macht ja alles richtig, nur eben hatte ich dieses eine Problem damit. Vielleicht hat er ja Lust drauf. Dann kann er es mal ausprobieren. Ich habe mir einen neuen Akkuträger geholt. Ich schätze nicht, dass der die Woche hier noch ankommt. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber vielleicht dann nächste Woche. Naja. Besser so. Ich muss jetzt halt in den sauren Apfel beißen. Habe jetzt halt 50 € dafür bezahlt. Plus nochmal 8 € für den Akku. Also 58 € bin ich jetzt, habe ich jetzt nochmal hingelegt. Aber ja. Sagen wir es mal so. Ich habe jetzt 58 € hingelegt, damit ich die 30 € die ich hierfür ausgegeben habe, auch nutzen kann. Insofern, wenn ich schon 30 € verschenke, muss ich das Beste draus machen. Wenn mich das halt nochmal mehr Geld kostet, ja, ich weiß, Gewinn-Verlust-Rechnung macht nicht wirklich Sinn, aber es ärgert mich, dass ich da Zeug liegen habe, das ich nicht nutzen kann. Von daher, mein Gott, was soll's. Dann machen wir es eben so. So, ich habe seit Monaten mal wieder Schlagzeug gespielt. Ist wirklich schon Monate her. Irgendwie, keine Ahnung, hatte ich nie die Zeit. Immer war irgendwas. Immer musste ich auf irgendwelche Anrufe warten. Die ganze Zeit mit dem Internet. Stress mit Vodafone, da konnte ich sowieso nicht, weil da wusste ich ja nie, ruft irgendwann jemand an. Da musste ich den ganzen Tag verfügbar sein. Der ganze Bullshit. Jetzt hatte ich das erste Mal wirklich mal wieder Zeit. Und da ruft natürlich Lus Mutter alle 5 Minuten an. Seht ihr, das ist auch derselbe Grund, warum ich nie lese. Ich komme nie dazu. Immer ist irgendwas. Immer will irgendwer was zu den Zeiten, wo du gerade was tust oder einfach mal entspannen willst. Immer genau dann. Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt Kreuzweh. Ich glaube, der Bürostuhl ist nichts dafür. Ich habe ja eigentlich so einen Schlagzeughocker habe ich eigentlich ja noch da, aber der war irgendwie auch nicht so wirklich geil. Für das E-Tram zumindest nicht. Die Höhe von dem Ding ist einfach so ein bisschen seltsam, für mich zumindest. Jo. Hat trotzdem Spaß gemacht. Mir ist schwindelig. Wie die Hölle. Ich habe eigentlich gehofft, dass das ein bisschen hilft. Ein bisschen Bewegung, dass der Rücken locker wird. Das hat auch soweit in dem Schulterbereich geholfen. Und der Rücken ist jetzt natürlich steinhart, weil Krampf. Aber Nacken ist, glaube ich, das Problem. Und schwindelig ist mir wie Sau. Gestern Nacht hatte ich das Gefühl, jetzt fängt's an. Jetzt dreht sich wieder alles. Bin dann Gott sei Dank eingeschlafen und habe gehofft, ja, vielleicht war es auch einfach nur Übermüdung. Aber jetzt ist es schon wieder da. Nicht, dass ich heute besonders lange geschlafen habe, weil mich um kurz nach 8 Lus Mutter schon wieder aus dem Bett geklingelt hat. Und wir sind auch erst um 2 Uhr eingepennt. Von daher, so lange war die Nacht jetzt auch wieder nicht. Es hört nicht auf. Mann, ich will doch einfach nur einmal vernünftig auspennen. Kein Kreuzweh haben, kein Nackenproblem und dann auch kein Schwindel mehr. Das wäre optimal. Alles andere nehme ich hin, aber die Sachen hätte ich gerne weg. So, um den Vlog noch abzuschließen, verdrehter Schlafrhythmus ist verdreht. Wir haben es gerade 11 Uhr. ja, das war seltsam. Ich bin gestern Abend. Gar nicht mal so lange, nachdem ich den letzten Vlog-Video-Käse gemacht habe, einfach ins Bett gefallen und bin eingepennt. Mir war so schwindelig, dass ich dachte, fuck it, ich lege mich jetzt ins Bett. Es macht so keinen Spaß. Und bin eingepennt. Lou hat mich dann um 9 Uhr wach gemacht, 9 Uhr abends. Und ich dachte mir auch, scheiße, mir ist immer noch schwindelig und fuck, ich habe tagsüber geschlafen oder nachmittags geschlafen. Jetzt kann ich nachts nicht pennen. Ja, Lou ist dann irgendwann ins Bett. Ich bin dann aus dem Bett raus, weil ich wirklich nicht pennen konnte. Bin dann hier rüber, hab Videos geguckt und bin dann irgendwann so gegen 3 Uhr weggeschnarcht, schnarcht auf der Couch und um, weiß ich nicht, 9 Uhr, 10 Uhr wach geworden. Ja. Ich meine, ich habe jetzt viel geschlafen, das ist ein bisschen Schlaf nachgeholt von den letzten Tagen. Wirklich fit fühle ich mich trotzdem nicht. Kann aber auch sein, ich habe mir schon überlegt, vielleicht liegt es auch daran, ich nehme seit kurzem wieder die Schilddrüsentabletten, die ich jetzt eine ganze Weile nicht genommen habe. Vielleicht bringen die noch ein bisschen was durcheinander und es braucht noch eine Weile, bis sich das einregelt. Ich hoffe, das tut's. Übrigens, danke für die Tipps für gegen Magenbeschwerden, das hat geholfen. Kräutertee, Kamillentee, hat geholfen.
geht meinem Magen schon besser. Jetzt hoffe ich nur noch, dass der Schwindel weggeht und dann bin ich eigentlich fast zufrieden. Das Kreuz und Weh und das Nackenschmerzen, mein Gott, damit lebe ich schon seit über 10 Jahren. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Aber der Schwindel wäre ganz nett, wenn der weggehen würde. Genau. Dann habe ich gestern Nacht überlegt, ich will unbedingt wieder ein Rollenspiel spielen. Ich wollte erst irgendein Elder Scrolls spielen, aber ich weiß nicht, Skyrim will ich nicht mehr spielen. Oblivion mochte ich nie so wirklich und Morrowind, ich hasse das Kampfsystem Morrowind. Und dann dachte ich, oh, ein JRPG vielleicht, irgendwas Cooles, mal wieder ein Tales-Spiel und habe in den Foren rumgeforscht, was das beste Tales-Spiel ist. Da gibt es ja zu viele. Und bescheuerterweise, in allen Foren-Threads, die ich gefunden habe, war Nummer 1 von den Fans Tales of the Abyss. Das Ding ist mein erstes 3DS-Spiel gewesen und ich fand es so grottig, dass ich es nach 2 Stunden abgebrochen habe und seitdem nicht mehr angefasst habe. Ich spiele es jetzt gerade wieder ein bisschen, bin immer noch nicht begeistert. Gut, ich bin jetzt auch nicht der größte Tales of Spiele-Fan, weil ich das Kampfsystem noch nie so wirklich geil fand, aber die Charaktere sind auch irgendwie. Ich meine, es geht, aber echt, das ist das Beste? Okay, naja. Ja, das spiele ich jetzt noch ein bisschen. Lou ist gerade noch zum Arzttermin. Und ich wollte mir eben Bravely Second holen, weil Try so davon schwärmt und hat mir auch schon öfter was gezeigt. Und das sieht wirklich nach sau viel Spaß aus. Und da wollte ich mir das holen. Und Lou meinte, ah, nee, wenn du es online kaufst, dann kannst du ja wieder nur einer spielen auf dem 3DS, weil Download. Lass mich in Müller gehen, wenn ich eh vom Arzt zurückkomme, gucke ich in Müller, ob es das als Cartridge gibt und dann können wir es auch beide spielen. Mal gucken, ob sowas findet. Und dann spiele ich vielleicht Bravely Second. Weil ich glaube, mit Tales of the Abyss werde ich nicht glücklich. Es ist, glaube ich, nicht meine Art Spiel. Ich denke nicht. Jo. Derweil gucke ich Videos, warte noch darauf, dass die Post klingelt. Und, oh Gott, so wie ich mich jetzt fühle, erwarte ich, dass ich in spätestens 4, 5 Stunden wieder mit Schwindel hier hocke und hoffe, dass die Welt untergeht. Zum Kotzen. Egal. Gut, dann beende ich jetzt diesen Vlog an der Stelle und wir sehen uns hoffentlich im nächsten. Bis dahin, schönen Tag noch. Ciao.